Willkommen zu Let's Play Sonic Blast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem umstrittenen Spiel. Und ja, ich zeige euch extra die Originalauflösung. Die Entwickler haben es nicht hinbekommen, den Titelbildschirm irgendwie auf Vollbild zu strecken. Okay? Eins nach dem anderen, ja? Lasst mich kurz erklären. Ihr wisst, ich habe ja mir vorgenommen, alle 5 Sega Game Gear Sonic Jump'n'Runs zu Let's Playen. Erstmal die Frage, warum komme ich auf solche Ideen? Das liegt in erster Linie an den schönen Spielen wie Sonic Chaos und Sonic Triple Trouble, dem dritten und vierten Teil der Serie. Das ist nur eine Demo hier, ne, dass ihr Bescheid wisst. Die dachte ich, haben es mal verdient, Let's Play zu werden. Und wenn ich da schon anfange, dann mache ich gleich alle 5. Aber wie soll ich sagen? Ich hatte auch jetzt nichts gegen Let's Play Sonic 1 8-Bit und Sonic 2 8-Bit, ne? Den ersten und zweiten Teil dieser Reihe. Aber der fünfte Teil hier, Sonic Blast. Wie soll ich sagen? Ich bin ein bisschen voreingenommen, aber wir gucken uns das gerne zusammen an. Es ist so, wie schon erwähnte, sind alle 5 Spiele für das Sega Game Gear erschienen, also diesen farbigen Konkurrenten von Nintendos Game Boy. Und die ersten 3 Spiele sind in Europa auch für das Sega Master System rausgekommen, der Vorgängerkonsole des Sega Mega Drive. Ja, Segas 8-Bit-Heimkonsole, der Rivale des NES. Wisst ihr Bescheid. Beim vierten Spiel, 1994, nämlich Sonic Triple Trouble, gab es keine Umsetzung auf das gute alte Master System, das auch ja wirklich schon lange abgemeldet war. Umso verwunderlicher ist es, dass dieses fünfte Spiel Sonic Blast dann doch eine Sega Master Version bekommen hat. Sega Master System Version bekommen hat. Habe ich ein Wort verschluckt. Aber nur in Brasilien. Da sieht man jetzt eventuell, dass da nicht so viel Mühe reingesteckt wurde. Ich meine, ihr seht ja, dass die Proportionen nicht passen. Allein. Aber gut. Es gilt als das Schlechteste dieser Spiele, so habe ich es auch in Erinnerung. Ich werde mich trotzdem mal durchquälen. Könnte ja lustig werden. Und wir können es ja immerhin noch, ich sag mal, sachlich bewerten, ne? Charaktere. Wir können wählen zwischen Sonic the Hedgehog oder Knuckles the Echidna. Wie bei Sonic and Knuckles. Schön eigentlich. Ich bleibe klassisch und Mainstream beim Eagle. Green Hill Zone Act 1 Look. Score, Go, Lives 2. 10 Minuten Zeit. Gut. So sieht das Spiel aus. Warum sieht das so aus? Man versucht, ähnlich wie Donkey Kong Country, mit vorgerenderten Bildern zu punkten. Nur, dass es halt 8-Bit ist und damit wieder ein bisschen merkwürdig ausschaut. Ich hätte ja auch erneut die Sega Game Gear Version nutzen können, so wie bei Sonic Triple Trouble. Aber was ohnehin die ganze Serie als größte Krankheit hat, hat Sonic Blast am ausgeprägtesten. Man sieht zu wenig vom Spiel. Ja? Und deswegen ist mir jeder Pixel, den ich mehr sehe, wichtiger als das Ganze drumherum und dass die Bildschirme mal nicht ganz perfekt sind. Sprich, wie schnell das auch geht hier. Und dafür hatte ich 10 Minuten Zeit, diesen Level zu beenden. Dafür, dass ich mir Zeit gelassen habe ohne Ende. Das ist schon eine Hausmarke. Ich kann mich an meinen Let's-Test zu diesem Spiel erinnern. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich war froh, dass die knapp 15 Minuten vorbei waren, weil so mancher Level dann doch entgeistert. Ja, Sonic hat diesen komischen, plastischen Look, weil man im Heimkonsolenbereich, und daher auch der Titel mitunter, das Spiel Sonic 3D Blast veröffentlichte. In Deutschland oder in Europa bekam das den Namen Sonic 3D Flicky's Island. Aber in den USA hieß es Sonic 3D Blast. Und deswegen haben sich wohl einige gedacht, da braucht es auch ein Sonic 2D Blast. Aber da das nicht so groß rauskommen soll, oder sag mal, nicht im... Ja, dass der 3D-Ableger nicht im Schatten steht, wenn man ein neues, ich sag mal, Sega Mega Drive Sonic macht. Erschien es also kurzerhand für den Game Gear. Und mit kurzer Hand meine ich kurzer Hand. Ich sehe zwar einige Details, die wir kennen von den 8-Bit-Sonics. Ist auch schon wieder so eine blöde Szene. Du musst da irgendwie auf dem Wasser dotzen, um da voranzukommen.
Nach rechts natürlich. Sonst wird das nichts. Geht das nicht auch mit Speed eigentlich einfach? Wenn man das Speed nennen kann. Nee, geht's auch nicht. Ich muss... Ach, Mann. Richtigen Moment abdotzen. So passt's. Da hat man zum Beispiel Coconuts, den Gegner und so. Also ihr seht, es ist nichts Besonderes bis hierhin. Bis hierhin geht's eigentlich noch voll klar. Vielleicht hatte ich zu negative Erwartungen an das Spiel. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Zonen es gibt. Ich wollte mich ehrlich gesagt auch gar nicht groß informieren, sondern mich, naja, blind würde ich es nicht bezeichnen, aber größtenteils unbefangen mit euch drauf einlassen. Ja, und die Grafiken, ich meine, Sonic lebt auch von den guten alten Pixel-Artworks, sag ich einfach mal. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Komm gerade nicht vorwärts. So, wenn ich... Das trifft ihn vor allen Dingen nicht mal. Danke, dass du dich wegbewegst. Ich war festgeglitscht. Treffer Nummer 1. Ups. So. Ja, und ich denke halt auch, dass es ziemlich... Oh, ich kann schon wieder nichts machen, ey. Ja gut, dann kann er mich auch nicht treffen anscheinend. So sei es. Oh, es geht weiter. Da hatte ich fast den Controller aus der Hand gelegt. Und besiegt. Das war die Green Hill Zone. Also auch hier bleiben die Elemente der vier Vorgänger gewahrt, dass man zwei Eggs hat. Oder Level-Unterabschnitte, wenn ihr so wollt. Und der dritte Egg, da kommt nach kurzer Zeit schon der Bosskampf der Zone. Das ist in Ordnung. Yellow Desert Zone, die gelbe Wüste. Okay. Packen wir es an. Ja, das sieht aus wie ein Aladdin fürs Sega Mega Drive. Habe ich auch schon Let's Played, aber muss ich irgendwann wiederbringen. Ich mag es. Ich mag es einfach. I'm falling. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Rollen hier nehmen möchte. Ich kann mit dem Level-Design, ich weiß nicht recht, wo es lang geht. Ach, hier ist das Ziel. Na denn. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es zu merkwürdig und verwirrend wird. Bislang geht's. Ich hoffe, auch ihr seid nicht mit großen Erwartungen an das Spiel rangegangen, weil sonst werdet ihr enttäuscht. Aber das sieht eigentlich ganz cool aus. Habe ich etwa übertrieben? Ich meine, ich gönne diesem Spiel ja was, ne? Ich mache ja ein Let's Play dazu und das auch nicht. Ne? Ich spiele es komplett durch in ich weiß nicht wie vielen Parts. 2, 3, 4, 5? Kein Schimmer. Aber irgendwann kommt der Hänger. Die nächste Zone ist so eine komische Höhle. Und da wusste ich mal, als ich das letzte Mal gespielt habe, nicht weiter so recht. Und what is this? Es geht auch relativ langsam vonstatten. Wenn ihr das vergleicht mit den Geschwindigkeiten oder Abenteuern, die wir erlebt haben in ja, Sonic Chaos und Sonic Triple Trouble, werden in meinen Augen die am positivsten zu erwähnendsten Ableger. Oben war was. Ach, der bewegt sich gar nicht, wie ich steuere, sondern random. Ich mach nichts. Ah, das ist so eine ganze Abfolge, so wie Old Ocean Zone. Diese komischen Tanks. Das musst du dazu schreiben. Was, ich krieg einen Chaos Emerald? Ist das dein Ernst? Warum? Okay, ich bedanke mich. Je schneller wir durch sind, desto besser. Jetzt gibt's schon den Boss der Yellow Desert Zone. Das ist auch so Sonic & Knuckles angelehnt, ne? Der erste Act war draußen und der zweite Act ist in der Pyramide gewesen. Was meint ihr denn zur Grafik? Mögt ihr diesen plastischen Look? Oder eher nicht so? Ich meine, die Entwickler wollten neue Wege gehen. Das muss man mal zugute halten. Was soll das denn darstellen? Ich dachte mir schon, so ein kleiner, ich weiß auch nicht, wie soll ich sagen, Neptun-mäßiger Kampfroboter. Das ist kein Dreizack, oder? Das ist eher eine Harpune. Aber
irgendwie hat das doch wenig mit einer Wüste und einer Pyramide zu tun, oder irre ich mich? Hält auf jeden Fall einige Treffer aus, der gute Eggy hier. Ich habe einen Doppelsprung. Ist das euer verdammter Ernst, wie ich es jetzt erst wahrnehme? Das geht aber auch nicht immer. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Was für ein Doppelsprung. Als hätte man das elektrische Schild aus Sonic 3 und oder Sonic & Knuckles. Red Volcano Zone. Ja, da bin ich im Let's-Test stehen geblieben. Mal sehen, ob es diesmal anders wird. Wir haben ja noch Zeit für den ersten Part. Ich habe wirklich so eine Art Doppelsprung. Das war nur minimal, aber eigentlich ein guter Ansatz. Roter Vulkan. Also hier kann es sein, dass man sich von der Lava Reef Zone hat inspirieren lassen. Aber gucken wir uns das einfach mal weiter an. Ich wage es kaum auszusprechen, aber mit meinen Erwartungen bisher hat mich Sonic Blast bis hierhin doch positiv überrascht sogar. Ja, da sieht man aber auch, wie niedrig meine Erwartungen einfach waren. Ja, das ist gemein. Augen zu und durch. Und Ziel. Wenn es mal so eine Levelkarte gäbe, die euch zeigt, wie groß der Level wirklich ist. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Gut. Ich bin kein Fan von zu langen Leveln. Und viele kritisieren ja zum Beispiel in... Ja. Gerade eben. Sonic 3 oder... Sonic & Knuckles oder auch Sonic Mania. Die zu langen Level. Aber die sind mir lieber als das hier. Ich weiß, ich gehe einfach weiter. Ich brauche dieses komische Schlauchbootkissen mit dem Gegner im Weg nicht. So, jetzt wollen wir ein bisschen... Wann geht denn das dann auch wieder zurück? Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip. Also ich dachte, es wäre so eine Art Plattform, die... quasi immer weiter voranschwebt. Ich würde immer den Spin-Dash machen, um Speed aufzunehmen, aber das Gegenteil... sieht wie das Gegenteil aus, sagen wir es so. Nichts. Quasi in den Trichter rein. Na gut. Oh yeah. Und du kommst nicht mehr runter? Doch. Na immerhin. Aber eins muss ich halt einfach festhalten. Es ist halt im Vergleich... auf das Sega Master System schlampig programmiert. Also das Geporte. Sehr gut, dass es der Doppelsprung hier wenigstens ausreicht. Das habt ihr mitbekommen, ne? Ich werde euch das ranzoomen. Also ich habe jetzt immer noch links ein bisschen und oben und unten viel schwarzen Rand, okay? Ich werde euch das aber so schneiden, dass ihr das, was ihr gerade seht, perfekt habt. Versteht ihr? Dass ihr den Rand oben, unten und links nicht seht. Komischerweise ist rechts kein Rand übrig. So, und ich werde das bei dieser Einstellung, wie es perfekt auf den Level hier eingestellt ist, auch so lassen. Und ihr seht dann... aha. Ihr seht dann die Menüs und so auch... in diesem Bildschirmabschnitt, wenn ihr versteht, was ich meine. Sonst hättet ihr wahrscheinlich noch mehr im Menü oder im Startbildschirm, Title Screen, wie man es nennen möchte, hättet ihr wahrscheinlich noch mehr erblicken können an wunderbaren Rahmen. Aber da muss man jetzt auch nicht, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Passt bei jedem Spiel so ziemlich irgendwie, das auch später im Chaos Emerald, was geht ab. Lasse ich die Kirche im Dorf und schneide das so ein bisschen zusammen, dass es hübsch aussieht, ne? Auch hier glaube ich, ja. Also auch hier ist der Rand, der eben schwarz war, blau. Ihr habt gesehen, das war alles irgendwie grünlich und außenrum ist nochmal blau. Das sieht merkwürdig aus. Und diese Level, warum man das nicht weiter hochgezoomt hat, verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, damals wären doppelt so viele Pixel halt echt schwierig gewesen. Da hätte man ja manuell anpassen müssen. Gut, hätte ich dir auch in 2 Minuten Photoshop gemacht, ne? Aber ich glaube, die Leute hatten damals beim Programmieren von, ja, okay, ich sag mal,
Sega Master System Ports vom Sega Game Gear hatten die keinen Adobe Photoshop. Wo ich mich jetzt aber schon frage, wo das Problem war hier in diesem Level für mich. Vergangenheit. Mit dem Doppelsprung komme ich da hoch. Das ist gut. Jetzt wäre es noch geil gewesen, wenn der Vulkan irgendwie ausbrechen würde und deswegen müssen wir die ganze Zeit nach oben. Ja, was ist das denn hier? Ja, genau! Warum? Einfach so! Simuliert das den Flugkampf wie in Marvel Garden Zone, der Bosskampf gegen Eggy in Sonic 3 oder was? Er taucht aber total random auf. Yo, wahrscheinlich. So, auf ausweichen und jetzt springen. Ja, okay, so verletze ich ihn. Er schlägt ja zu. Ich weiß ja, wo er zuschlägt. Ach, keine Ahnung. Das ist jetzt... Zumal der Hintergrund sieht... ja, ihr seht den Hintergrund. Ja, war mein Fehler. Er macht ja immer dasselbe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Darf ich die ganze Zone nochmal machen? Okay, es war ja nur Eck 3, ne? Aber trotzdem. Okay, ich darf nicht die ganze Zone nochmal machen, sondern nur den dritten Eck. Ist in Ordnung. Hey, ist einfach hart. Dumm die Dedei. Ich meine, jetzt gegen die Ringanzeige habe ich nicht mal was, ne? Also da die 08 zum Beispiel ist so ein bisschen, wie nennt man das überhaupt? Ist immer diese Anzeigen, wo jede Zahl in die 8 reinpasst, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie bei so klassischen Weckern. Diese typische Schriftart. Bin mir sicher, das hat auch irgendwie einen festen Namen. Ich meine, hier Ringe sammeln ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Weil das Prinzip, wie ich Ringe im Bosskampf verliere, halt auch so ist. Ich weiß nicht, immer 3 oder 5 pro Berührung, so in der Art. Dann nehmen wir die da oben auch noch mit. Und dann haben wir auf jeden Fall schon 3 Zonen im ersten Part. Ich bin gespannt, wie die Quote sich weiterentwickeln wird. Meines Wissens ist das Spiel nicht so kurz. Aber auch da alle Angaben wie immer ohne Gewehr und auch ohne Pistole oder anderen Schusswaffen. Weil da kommt erstmal. Ja, okay. So, Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Ich hätte fast gesagt, ich habe den Dreh raus, aber... Warum hat das nicht gezählt? Ich bin genauso gesprungen wie eben. Also bei dem ersten, wo er noch so seitlich guckt, scheint es nicht zu funktionieren. Das war zu früh, sehe ich ein. Man muss mit Sonic aber auch wieder landen. Man muss ja irgendwie nach unten kommen. Deswegen muss man ja irgendwann mal hochladen. Okay, das hat funktioniert. Damit. Wie die Ringe einfach irgendwie unten aufstoßen an irgendeinem Boden. Hat auch nicht gezählt. Im Zweifel für den Angeklagten, na gut. Ja, der braucht aber leider halt irgendwie viele Treffer. Der Bosskampf ist Murks, ne? Ich weiß nicht, wie man das durchgewunken haben kann. Durchgewunken haben kann. Und dann erzählt mir noch einer, Sonic Boom wäre das schlechteste Sonic-Spiel. Oder Sonic 2006. Wegen ein paar Bugs ist es doch nicht gleich schlechter als sowas hier. Jetzt habe ich auch leider nichts mehr übrig. Ich könnte ja, einen Doppelsprung ausnutzen, um... Ah!
Manchmal prallt er ab. Manchmal komme ich gegen den an, manchmal treffe ich ihn. Was ist denn das? Ich habe eine beschränkte Lebensanzahl und ich würde das ungern. Warum ist hier eigentlich verschlossen? Was ist denn das? Ich sammle nochmal die Ringe ein. Jetzt ist aber Sabalot hier. Es ist auch mal gut hier. Ruhe im Karton. Ruhe im Nintendo Labo. Papalapap. Versteht ihr? Papalapap. Nintendo Labo. Wäre jetzt auch heldenhaft von mir. Na egal. Wenigstens noch ein paar Rings ein. Rings! Nom 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 nom. Dabei sind wir eben ganz gut weit gekommen, ne? Seht ihr, auf einmal ist so ein Hänger drin. Ich habe keine Ahnung, was da noch alles auf uns wartet. Das könnte alles sein, nur das macht mir Angst. Naja, wir wollen ja nicht übertreiben. Aber ernsthaft, euer erster Eindruck vom Spiel, wenn ihr es noch nicht kanntet? Den Kram her. Allein wie sich Sonic bewegt und aussieht, verleiht einem halt schon so ein bisschen eine negative Grundeinstellung. Okay, aber auch das war ja auch ein Grund, warum viele Sonic Boom im Vorhinein gehatet haben. Aber ich bin wirklich der Meinung, der Vergleich hinkt. Sonic Boom kannst ja spielen und Level erleben und Spaß haben. Vielleicht wird der Spaß mal getrübt durch Kleinigkeiten. Aber man darf nie vergessen, wodurch eine bestimmte Spieleserie berühmt und bekannt wurde. Nintendo vergisst es ja auch nicht und kehrt immer wieder zu den Wurzeln zurück, sei es inhaltlich oder ne? Ihr wisst schon. Ja, und Sonic? Geschwindigkeit! Mensch. Das ist ohnehin schwierig, auf den 8-Bit-System so eine Geschwindigkeit hinzukriegen. Dafür war ja das Sega Mega Drive mit seinem Prozessor und alles präferiert, ausgebildet. Naja, jetzt müssen wir... Ich sehe oben immer irgendwas Komisches. Auf der linken. Ja, ich würde mal sagen, lieber... Ach komm, der darf noch nicht mal... Ich darf den noch nicht mal so weit oben erwischen. Ich muss den relativ weit unten erwischen, weil sonst wird das nichts aus Gründen. Ach, jetzt hat es auch so funktioniert. Ach, weißt du. Ich könnte auch... Nee, es geht auch nicht, weil der dann seinen Greifarm oben hat. Treffer. Komm schon. So viel kann der nicht mehr aushalten. Ich kann mich ja, optimistisch, dass ich es schaffe, schon mal von euch ein bisschen verabschieden. Danke fürs Zuschauen sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Malen auch dabei seid und mir beisteht. Das wird das Spiel hier durchziehen. Victory! Also reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir, nicht dem Spiel, mir. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bis dann und ciao!